Tag. Sie lieben virtuellen Buchmessebesucher. Und wie schade, dass wir uns nicht in echt sehen. Lassen Sie mich kurz überlegen, woran liegt das? Ja, natürlich, an den bekannten Gründen. Und ich würde Ihnen jetzt so gerne, wissen Sie was, ich fange erstmal damit an, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Nicole Staudinger und ich bin Bestseller-Autorin. Darf man das als Frau eigentlich so sagen? Ich hau das einfach mal so raus. Und ich habe Ihnen für den Fall, dass Sie jetzt denken, wer zum Teufel ist das, habe ich Ihnen zur Sicherheit die Bücher mitgebracht, die ich geschrieben habe. Es sind bis jetzt 5 an der Zahl, beziehungsweise 6. Das 6. erscheint dann nächstes Jahr. Und alle durften das große Glück haben, auf der Bestsellerliste zu landen. Und Sie und ich wissen, dass das qualitativ mal gar nichts aussagt. Sie aber leider in dem Fall trotzdem ziemlich cool sind. Wir haben aber mit einem traurigen Thema gestartet, mit Brüste Umstände halber abzugeben, und haben uns dann mit der Schlagfertigkeitsqueen wieder aus dem Loch rausgearbeitet, bis ich die vage These aufgestellt habe, dass Männer schlussendlich dann doch auch nur Menschen sind. So viel zu mir, und ich würde Ihnen so gerne sagen, naja, und ich verweile jetzt gerade in New York, Rio oder Tokio, ich weiß es nicht, wäre aber alles gelogen. Ich sitze zu Hause auf der Couch und mein ganz entzückender Verlag, Drömer Knauer, hat gesagt, weißt du was, Schatz, wir schicken dir was zu, das packst du aus und dann beantwortest du die Fragen, die da draufstehen. Und mehr weiß ich auch nicht. Ich habe hier diese wunderbare Tüte von Drömer Knauer bekommen, habe da noch nicht reingeguckt, das mache ich jetzt mit Ihnen zusammen. Und ich soll 15 Minuten lang, wen das wohl interessiert, ich bin gespannt, ob die finden, dass ich das überhaupt anguckt. Aber gut, ich bin das gewohnt, mit mir selbst Gespräche zu führen. Ich mache ja auch einen Podcast, da macht man ja nichts anderes. Der heißt übrigens Scheiter Heiter, kurze Werbeeinspielung am Rande. Sie sehen, mich allein zu beschäftigen, das klappt meistens ganz gut. Ich gucke jetzt mal, was Drömer Knauer mir hier drin geschickt hat und ob ich da überhaupt was zu sagen kann. Ich bin übrigens, also besser ist, ich bleibe sitzen, weil ich bin nur obenrum einigermaßen schick. Ich trage eine Jogginghose, nur dass Sie das mal gehört haben. Vielleicht tragen Sie ja auch gerade eine, man weiß das ja nicht. So, also hier aus dieser Tüte ziehe ich die Fragen, die man mir hat zukommen lassen. Hier steht, auf Social-Media-Profilen wird sich häufig feministisch geäußert. Feminist, Equality, für wie wichtig halten Sie das? Ist Handeln wirksamer? Ja, ich finde tatsächlich schon ein Post ist ja schon gehandelt, ne? So ein bisschen. Also sagen wir mal so, ich bleibe bei der Einstellung, jeder macht das, was er kann, und es ist auf jeden Fall keine vertane Chance, wenn man sich da irgendwie feministisch äußert, und manchmal reicht es ja auch schon, um beim Gegenüber, ich bin halt der Meinung, dass Feminismus oder Emanzipation tatsächlich auch ein bisschen eine Hohlschuld ist, denn da haben ja schon viele, viele Frauen für uns gekämpft, und wir müssen jetzt aufpassen, dass uns das nicht flöten geht. Und natürlich ist Handeln wirksamer will ich nicht sagen, weil für mich ist auch schon ein Post handeln. Ob das jetzt so die Antwort ist, die man von mir hören will, ich weiß es nicht. Ich packe das mal weg und ziehe einfach mal, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die Antworten. Ich habe überhaupt gar keinen Brief bekommen vom Verlag. Ich habe nur gesagt bekommen, Querformat und 15 Minuten. Und dann bin ich so brav und mache das alles. So. Ich erwarte nur 3 Dinge von einem Mann. Gutes Aussehen, Rücksichtslosigkeit und Dummheit. Dorothy Parker. Das kann man ja jetzt auch erst so stehen lassen. Okay, das ist ein bisschen gemein. Ne? Ich bin ja gerade frisch geschieden und alles, was ich jetzt dazu sagen kann, wäre gemein, weil ich ja Männer ja auch so großartig finde. Aber sagen wir mal so, ich möchte Dorothy Parker insofern erstmal nicht widersprechen und möchte noch gerne einen oben draufsetzen, dass ich mir in der Corona-Zeit ein Lebensmotto zu eigen gemacht habe, nämlich ich rechne mit nichts und freue mich über alles. Und mit dieser Einstellung meine ich auch bei den Herren der Schamung relativ fein zu kommen. Hoffentlich kommt da jetzt mal was Lustiges. Sonst erfinde ich schnell ein paar Fragen. So, warte, lass mich gucken. Wann ist ein Mann ein Mann? Habe ich direkt einen Ohrwurm? Wann ist ein Mann ein Mann? Oh, 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 oh. Und eine Frau eine Frau? Die stelle ich mal zurück, die Frage. Da fällt mir jetzt so gar nichts Lustiges zu ein. Also wann ist ein Mann ein Mann? Da kann man Grönemeyer gerade nochmal zuhören. Wann ist eine Frau eine Frau? Das ist jetzt gerade für mich eine tricky Frage, weil ich bin streng genommen von den Organen her gesehen zumindest gar keine Frau mehr. Ich habe nichts mehr, was mich als Frau auszeichnet und fühle mich trotzdem so als Frau. Also vielleicht in dem Moment, wo wir es beschließen, wäre das jetzt eine einigermaßen intelligente Antwort? Ich hoffe. Was möchte man jetzt wissen?
Sie thematisieren in Ihren Büchern die großen Themen. Oh, seid ihr sicher, dass ihr damit mich gemeint habt? Nicht, dass das ein Zettel ist, der eigentlich woanders hätte hingesollt. Ich lese mal weiter. Wie hat Sie das Schreiben darüber beeinflusst? Was haben Sie gelernt? Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil ich habe also angefangen mit dem Brustkrebsbuch hier. Ich zeige es nochmal. Brüste Umstände halber abzugeben. Da habe ich einfach nur geschrieben, was mir dabei durch den Kopf gegangen ist. Und da habe ich viel über mich selbst gelernt. Bei der Schlagfertigkeitsqueen war es dann schon so, dass ich merkte, dass ich mich mit dem Buch noch schlagfertiger geschrieben habe. Das war schon irgendwie ein interessanter Lerneffekt. Also ich habe mich dann selbst, man hat mich relativ schnell zur Expertin ernannt, da habe ich mich immer ein bisschen schwer mitgetan. Nachdem ich das Buch geschrieben hatte, habe ich aber gedacht, doch, jetzt bist du aber wirklich langsam eine Expertin. Ganz krass war dann diese Metamorphose zu merken bei der Stehaufqueen, das Buch um Resilienz. Das ist tatsächlich für mich das größte Thema und auch das Buch neben dem, was jetzt im Februar rauskommt, was mir am meisten zu Herzen gegangen ist. Und mit diesem Buch habe ich mich tatsächlich wieder aus den Löchern rausgeschrieben. Das Buch, ich nehme schon zu, wenn andere nur essen, abnehmen, was man auch als großes Thema jetzt gerade identifiziert hat, da war es wahrscheinlich körperlich am krassesten zu sehen, denn ich habe ja angefangen mit dem Buch, als ich 10 Kilo abgenommen hatte. Und meine Idee war ja, das Buch zu nennen, ich schreibe noch schnell ein Buch über das Abnehmen, bevor ich wieder dick bin. So, da hat der Verlag gesagt, das ist ein bisschen schwierig, habe ich gesagt, Kinder, aber da draußen sind ganz viele Leidensgenossinnen, die mich verstehen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit gedacht, die 10 Kilo, die du abgenommen hast, die nimmst du sowieso wieder zu. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben, habe alleine durch das Schreiben nochmal 20 Kilo abgenommen. Nicht, dass Schreiben so wahnsinnig viel Kalorien verbraucht, aber dieser reflektierte Zugang zu sich selbst, der oftmals nicht bequem ist, das sage ich Ihnen direkt, der ist nicht bequem, aber man holt diesen ganzen dunklen Morast mal so hoch und wenn man ihn da hat, dann kann man damit auch was machen. Und mit Männern sind auch nur Menschen, habe ich mich in die Scheidung geschrieben. Das soll jetzt wirklich, also das ist dramatisch tatsächlich. Also haben diese Themen vermutlich mit mir mehr gemacht, als ich selbst mit dem Buch in der Außenwelt bezwecken konnte. Das war jetzt bestimmt eine zu lange Antwort. Aber ich habe ja kein Skript. Kann man ja auch einfach mal eine lange Antwort machen. So. Ha, was bedeutet Selbstliebe für Sie? Es ist quasi die Basis von allem. Ich tue mich aber mit diesen Zugängen da so ein bisschen schwer mit. Also ich stehe nicht vor dem Spiegel und sage, läuft bei mir. Aber ich habe gelernt, dass ich mich besser so annehme, wie ich bin. Und dass ich mit dem, was der liebe Gott mir mitgegeben hat, einfach gucken muss, dass ich das Beste draus mache. Und das ist kein Fishing for Compliments, wenn ich sage, dass ich eigentlich nichts kann. Ich kann, jetzt neuerdings sagt man mir, ich kann ganz gut schreiben und ich kann auf Kommando reden, wie Sie merken. Und das war's. Fertig. Ach so, und hier liegt ein Puzzle. Ich kann auch noch ganz gut puzzeln. Also meine Kinder können puzzeln und ich kann gute Ratschläge geben, wie sie weitermachen sollen. Und das war's. Wenn Sie mir jetzt sagen, oh, ich habe hier Post, kannst du mir die mitnehmen bitte zum Briefkasten, dann verließen Sie mich. Ich bin kurz euphorisch veranlagt und alles, was ich anfasse, muss ich auch ganz, ganz schnell zusehen, dass ich das zu Ende bekomme, weil ich sonst Gefahr laufe, dass ich ad hoc alles wieder sein lasse. Und um das zu akzeptieren, muss man sich schon sehr, sehr hart selbst lieben, will ich nicht sagen, sich selbst annehmen und die Schwächen einfach mit Humor zu nehmen wissen. Und das ist leider die Basis von Schlagfertigkeit. Es ist die Basis, um wieder gesund zu werden. Es ist sogar die Basis zum Abnehmen, denn uns Frauen suggeriert man ja gerne mal in diesen Frauenzeitschriften, dass wir erst 10 Kilo abnehmen müssen, um glücklich zu sein. Ich stelle die These auf, dass es genau andersrum ist. Wir müssen erst glücklich werden, um dann 10 Kilo abzunehmen. Also, wichtig. Kapitel. Männer muss man loben. Wie wichtig erachten Sie Komplimente? Extremst wichtig, das hat ja schon Freud gesagt, ne? Gewünschtes Verhalten bestärken und unerwünschtes einfach ignorieren. Nur sollten wir Frauen halt aufpassen, dass wir die Männer nicht über die Maßen loben. Und wenn wir aber merken, dass uns das wichtig ist, könnten wir auch mal bei uns selbst anfangen. Ich war vor ein paar Wochen auf Wohnzimmertournee, habe die Frauen zu Hause besucht, weil die konnten ja nicht zu mir kommen. Dann habe ich einfach so lange an irgendwelchen Türen geklingelt, bis man mir die aufgemacht hat. Und da waren ganz mega Frauen, die ich dabei kennengelernt habe. Und wir hatten eine Gastgeberin immer, die das Ganze gewonnen hat und dann gab es Freundinnen, die sie eingeladen hatte. Und eine Freundin kommt von dem Gäste-WC und sagt zu ihrer Freundin, Brigitte, ich muss es dir jetzt mal sagen, dein Gäste-WC, das blitzt und blinkt wieder. Fantastisch. Fantastisch sieht das aus.
Und alle gucken sie so irritiert an und dann sagt die Gastgeberin, ja, wir putzen ja immer ganz toll das Bad und das weiß hier überhaupt nie einer zu schätzen. Das ist ja auch eine Sisyphusarbeit. Deswegen haben wir uns angewöhnt, wenn wir bei der anderen das Gästeklo benutzen, dann loben wir uns dafür, wenn das sauber war. So, können wir ja mal irgendwie uns eine Scheibe von abschneiden. Ne? Meine Kinder lobe ich tatsächlich, versuche ich das so ein bisschen antizyklisch zu halten. Also jetzt habe ich wirklich das große Glück, das muss ich noch zu meinen Stärken zählen, obwohl ich da nichts dazu kann. Ich habe wirklich die zwei coolsten Jungs, die man sich vorstellen kann. Wirklich. Und die sind auch nie nervig, die sind einfach immer nur, wirklich immer, immer nur toll. Aber die führen mich schlagfertigkeitsmäßig sehr häufig an meine Grenzen, wie sie sich vorstellen können. Die haben die Schlagfertigkeit von irgendjemandem geerbt. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so. Und dass ich die immer dann lobe, wenn sie so gar nicht damit rechnen. Also wenn die zum Beispiel morgens, der Konstantin, der macht morgens gerne schon mal irgendwie hier Terror mit dem Löffel, ne? Bis das Müsli irgendwie da ist. Und dann halte ich ja so gar nichts von zu sagen, ey, Typ, Schluss jetzt. Weil aus meiner Erfahrung heraus machen die es dann nochmal lauter. Ich gehe genau in den Moment rein, wenn er es sein lässt und sage, oh, und gehe dann da antizyklisch rein. Aber so halte ich das nur. Muss ich auch keine Beispiele nehmen. Man muss sich selbst Konfetti ins Leben pusten. Ja, wenn man dann einen Jeck hat, der das auch nachher wieder sauber macht. Ne? Wie erlangt man ein gutes Körperbewusstsein? Das sind übrigens die Zettel. Ne? Ich zoome hier, ich denke mir hier was aus. Das fragt ihr mich? Woher soll ich es denn wissen? Keine Ahnung. Ich versuche seit 3 Jahren über Sport Körperbewusstsein. Was heißt das überhaupt? Dass ich mir meinem eigenen Körper bewusst bin. Was wichtig ist, ne? Das habe ich jetzt beim 6. Buch herausgefunden, sich selbst zu spüren, was man immer gerne als esoterisch so abtut, aber nur wer sich selbst spürt, der spürt auch, was ihm gut tut und kann das dann letztlich auch machen. Und das geht ganz viel meiner Meinung nach, also ich habe dazu gefunden, über mein Bauchgefühl wiederentdecken und dafür muss ich für eine ruhige Umgebung sorgen. Ich lebe deswegen auf dem Land tatsächlich. Ich bin jeden Tag im Wald. Ich mache viel Sport. Ich horche in mich rein, was ich wie esse. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin keine vegane Nichtsesserin. Ich bin immer noch die fleischfressende Pflanze und horche trotzdem in mich rein, wie ich was wie alles vertrage und komme immer zu dem Schluss, ich bin, glaube ich, die einzige Person auf diesem ganzen Planeten, die keinerlei Unverträglichkeiten hat. Ich mag alles und ich vertrage auch alles. Die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie sich selbst vorgenommen haben. Abraham Lincoln, würde ich komplett so unterschreiben. Glück ist nichts, ohne jetzt zu viel dem Thema vorab zu nehmen, was da von mir im Februar rauskommt. Glück, das kommt nicht klingeln, Kinders. Das kommt nicht klingeln. Im Gegenteil. In diesem Jahr hatte ich das Gefühl, das ist mir gar aus den Händen geglitten. Und dann bin ich diesem Glück hinterhergelaufen, habe es mir zurückgepfiffen und gesagt, Fräulein, und du kommst hier hin und du setzt dich hier hin. Und dann fessel ich dich. Und wenn du dich dann wagst, nochmal abzuhauen, dann renne ich dir wieder hinterher. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung und ein bisschen auch wie Schlagfertigkeit. Das ist immer das Ausleuchten, auf was lege ich den Fokus und. Also ich bin da ganz bei Abraham Lincoln. Ich sag's ihm das nächste Mal, wenn ich ihn sehe. Die Frage verstehe ich nicht. Was halten Sie von dem Gesetz der Anziehung? Anziehungskraft? Kinders, habe ich vergessen. Ich mache mal einen anderen Zettel. So, was haben wir hier? Starke Frauen verunsichern Jungs, aber begeistern Männer. Lassen wir auch mal so stehen. Finde ich schon. Ja, finde ich gut. Sie gelten als Queen, wobei Queen mit Kwien geschrieben. Was ist das königlichste? Das Königlichste an meinem, ja doch, mein Hof. Ich lebe ja auf einem alten Vierkanthof. Das ist wahrscheinlich das Königlichste an meinem Lebensstil. Fertig. Letzte Frage. Dann ist die Zeit auch schon wieder rum. Wie schade, ich fand das ganz lustig hier. Forrest Gump sagt, das Leben ist wie eine Schachtel Praline, man weiß nie, was man bekommt. Hat das Leben also auch etwas mit Glück, Schicksal zu tun oder geht es eher um den Umgang? Wenn Sie mich fragen, ist das Problem nie das Problem? Es ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist das Problem. Das habe ich damals schon bei der Steh-auf-Queen gesagt. Resilienz ist, dass wir an den unvorhergesehenen Dingen im Leben wachsen und sie uns irgendwie zu eigen machen. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Techniken im neuen Buch. Darf man das eigentlich? Wenn ich jetzt ein Skript hätte, wüsste ich, ob ich jetzt schon Werbung machen darf. Ich mache das jetzt einfach mal. In dem neuen Buch gibt es so viele Glück. Sag ich nicht. So. Und wisst ihr, was ich jetzt auch hoffe? Ich hoffe,
dass ich bald keine Videos mehr aufnehmen muss. Ich kann mich selbst nämlich in einem Rechteck nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass wir uns auf der nächsten Messe auch wirklich gerne mit Zunge. Ist mir egal. Hauptsache, wir können wieder zueinander und beieinander und dann stoßen wir an und bis dahin hoffe ich, dass es Ihnen gut geht. Wer auch immer dieses Video sieht, vermutlich, wer sieht das eigentlich? Buchhändlerin, ja, und Buchhändler, natürlich, auf sie freue ich mich am allermeisten. Und die Vertriebler, ach Kinders, jetzt merken wir erstmal, mir musste das vorher schon keiner sagen. Ich hatte ja schon mal meinen eigenen Shutdown vor 6 Jahren. Aber wie schön der Gedanke, dass es bald wieder möglich ist. Und bis dahin halten wir einfach die Ohren steif. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, das war nicht meine Idee, dass man mich 15 Minuten hat frei reden lassen. Das hat Drömer Knauer zu beantworten. Vielen Dank und tschüss, eure Queen.